Aber wir haben immer noch kein Klavier gefunden. Ich glaube, hier gibt es jetzt auch nichts mehr, oder? Ich glaube, wir sollten echt mal beim Friedhof vorbeischauen und gucken, was die Alte da macht. Ich gehe jetzt mal nur kurz in die Küche. Boah. Das ist sehr seltsam. Was ist denn das? Was ist gerade geschehen? Auf dem linken Bild? Huch! Wir haben zwei Mäuse jetzt. Oder drei. Ich glaube, wir müssen es richtig anordnen. Die Bilder wirken seltsam und irgendwie anders. Ja, die Frau ist auf einmal wieder jung. Huch. Na komm. Okay. Die Krone muss noch weg. Wieso trägt die ein Brautkleid? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich glaube, wir müssen den Riss hier in der Mitte vollkriegen, so wie es aussieht. Ah, da oben haben wir noch was. Ist aber schon cool gemacht, irgendwie. So. Und wir brauchen noch mehr. Da zum Beispiel die Kette. Und hier der Fleck. Und hier. Wir haben es fast. Und hier ist noch ein Fleck. Und hier. So. Das sollten wir es ja gleich haben. Und hier noch. Aber ist immer noch nicht voll. So. Das ist bestimmt was ganz Geringes. Was jetzt noch den Unterschied ausmacht. Oh, ich glaube die Augen, ne? Tatsächlich. Oh, die Augenbrauen. Na komm schon, wo ist der letzte Unterschied? Das stimmt auch alles jetzt. Also irgendwas stimmt doch auch mit diesem Mädel nicht. Wieso war die gerade im Brautkleid dargestellt? Das ist wahrscheinlich jetzt wirklich ein minimaler Unterschied, der jetzt noch fehlt. Ach komm schon, das gibt's doch nicht. Ich will das jetzt finden. Wo ist es? Auch nicht. Ah, die Spinnenweben. Ah. Wie bitte, was? Was ist das für Augen? Und den Schlüssel haben wir auch schon mal gesehen. Nämlich auf einem Bild bei diesem, bei der Leiche von diesem Abenteurer. Interessant. Bin ich mal gespannt, was wir hier noch alles rausfinden, weil langsam kommt es doch schon in eine ganz interessante Phase des Spiels. Wir wissen auch nicht, was es mit dem Mädchen auf sich hat mittlerweile. Ach so, wieso mache ich das jetzt eigentlich? Das ist Schwachsinn. Ich kann erstmal so suchen. Paprika, Fleischstück und Rostentferner. Ja, wir kriegen Rostentferner. Juhu. Paprika. Ekelhafter alter Paprika. Ein Fleischstück. Ne. Auch nicht. Ja, das haben wir hier. Und den Rostentferner. Nur, wie sieht ein Rostentferner aus? Ist das Rostentferner? Ne. Ah. Oh. Zigarre? Das war ein Diamant. Oder irgendwas anderes, das war doch keine Zigarre. Okay, vielleicht habe ich mich gerade eben nur versehen oder irgendwas stimmt hier nicht in dem Bild. Naja, zerbrochene Flasche. Pasta und Muschel. Pasta. Wo ist die Pasta? Ah, da ist der Rostentferner. So richtig schön mit Gefahrensymbol. Pasta und Muschel. Pasta. Und eine Muschel. Eine Muschel. Wo ist die Muschel? Ah, da ist sie. Rosenkohl, Zwiebeln und gelbe Blumen.
Rosenkohl, Rosenkohl. Bäh. Viele Leute mögen keinen Rosenkohl, ist mir aufgefallen. Aber das ist eine andere Geschichte. So, wo bleiben die, wo sind die Zwiebeln jetzt? Also, gelbe Blumen haben wir hier. Wo sind die Zwiebeln? Hier ist wieder dieser merkwürdige Teebeutel. Vom letzten Mal, von der letzten Aufnahmesession. Aber wo sind die Zwiebeln? Hm, sehe ich gerade nicht. Münze haben wir hier. Und eine Trophäe. Eine Trophäe. Ist auch wieder Definitionssache, was ist eine Trophäe? Also, nicht was eine Trophäe ist, sondern wie sieht eine Trophäe aus? Weil eine Trophäe kann ja auch alles sein. Ah, der Fisch. Okay. Und dann bleiben noch die Zwiebeln. Das sind Eier da im Hintergrund. Zwiebeln, Zwiebeln. Ah, Zwiebeln. Gut so. Und wir kriegen den Rostentferner. Jawoll. Und ich glaube, ich habe vergessen, wo wir damit hin müssen. Aber das werden wir schon wieder rausfinden. Und raus. In den Keller? Nee. Raus. 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 Wo war denn das? Ach, ja, ja, ich weiß wieder. Bei der Telefonzelle war das ja. So, und ab in die Stadt. Weiter runter. Und hier haben wir die Telefonzelle. Und da brauchen wir jetzt den Rostentferner. If you want to learn a secret, the answer is hidden in numbers. Ja, geil. Secret. Secret ist S. S ist die 7. Oh Gott, ich glaube, ich schreibe mir das mal kurz auf. Moment mal. Muss ich mal kurz hier irgendwas rausholen zum Aufschreiben. Na. Sollte mal hinzu vielleicht so ein kleines, so einen kleinen Block oder irgendwas hinlegen, wo ich da vielleicht Sachen drauf aufschreiben kann. Das machen wir aber mal. Secret. Da haben wir die 7. Zack. Dann E ist die 3. C ist die 2. R ist die 7. E ist die 3. Und T ist die 8. So, und da sollten wir jetzt das Schloss aufkriegen. So, und das Schloss ist hier, bei der Tierhandlung. Und wir haben 7. Na komm, stell dich mal ein bisschen schneller ein. 3. 2. 7. Und 8. Hä? Ich glaube, ich habe hier irgendwie... Warte mal kurz. Ich glaube, ich habe irgendwie eine Zahl zu viel aufgeschrieben. Ah, ich bin ja auch so ein Vollidiot. SEC, das stimmt. Dann R. R ist auch... Auch die 7, stimmt doch. Dann E ist die 3. Und T ist die 8. Das ist dann 7, 3, 2, 7, 3, 8. Aber das Schloss hat eine Zahl zu wenig. 7, 3, 2, 7. Machen wir nur 7, 3. Wieso geht das nicht? Ich raff's nicht. Nee. Hä? Ach, warte mal kurz. Vielleicht brauchen wir dafür den Notizblock. Nee. Und dann müssen wir das vielleicht wählen. Das kann natürlich auch sein. 7. 3. 2. 7. 3. 8. If you want to learn a secret, the answer is hidden in numbers. Ja, verstehe ich nicht. Ah. Hä? Oh, nochmal neu. 7.
3, 2, 7, 3, 8. Ah. Ach so. Haha. 7, 3, 2, 7, 3, 8.